Ist ja gut. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mist Survival. Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Und zwar erstmal ein paar Hühnchen ernten. Dann braten wir uns die Hühnchen. Und zwar würde ich gerne nochmal in die Stadt gehen, in der Hoffnung, dass wir da noch viel mehr Sachen rausziehen können. Oh ja, die Hühnchen müssen auf jeden Fall verarbeitet werden. Guckt mal, die werden schon langsam gammelig. Hier, das sollte reichen. Niemand mag gammelige Hühnchen essen, wisst ihr? Eigentlich wollte ich heute ein bisschen eher von Arbeit gehen und was ist passiert? Ich komme heim und penne natürlich ein. Wie sich das für gute Let's Player gehört. Immer so viel zu tun. Und wieso habe ich das mit. Da stand doch gerade 32%, wenn ich mich recht entsinne. Damals ist okay. Ah ja, das Austauschen ging ganz gut, jetzt weiß ich es wieder. Los, wird fertig. So, das können wir alles mitnehmen. Die Federn packen wir hier rein. Wo auch immer sie reinpassen. Hey. Ah. Da werden langsam ein paar viele. Das nehmen wir nochmal mit. Und das Fleisch bleibt hier. Was ich noch vorhab. Also erstmal, ich gehe nochmal in die Stadt und hole haufenweise Zeug. Dann würde ich gerne gucken, dass wir unsere Hühneranzahl vermehren. Das wäre ganz nett. Und ich würde gerne noch einen zweiten Hühnerstall bauen. Das Ding hier ist soweit. Ja, was ich mich gerade noch mehr frage. Wird alles noch ein bisschen halten. Und warum bitteschön ist meine Nase jetzt verstopft? Ach ja. Das gibt's doch nicht. Kleinen Moment, ja. Oh, ich hoffe, jetzt passt. Continue.
Bogen nehme. Ich nehme gleich wieder einen Bogen und guck mal, dass ich die Scharfschützen weg. Sniper, apropos Scharfschützen, ich habe jetzt gar keine Muni gemacht. Das wollte ich eigentlich noch, aber es ist nicht so wichtig. So, mal sehen, ob wir hier welche finden. Oh, keine. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Aber trotzdem. Keine? Okay. Es ist ja immer so ein Random-Faktor, von daher. Aber ich kann mir noch erinnern, wie wir immer hierher gerannt sind und die umgebracht haben. Das hat irgendwie Spaß gemacht, eigentlich. Wenn sie gerade so sehr frustrierend ist, weil man immer wieder versagt. Finde ich das eigentlich immer echt geil, sowas. Man hat ja immer was rausgekriegt. Und mittlerweile kriegt man ja auch haufenweise Waffen raus, anscheinend. Das haben sie stark angepasst. Okay, sie sind doch da. Wo war der? Ach, ist mir jetzt eigentlich egal. Ich hasse eine verstopfte Nase. Vor allem, ich stehe auf, komm hierher. Alles okay, ich fange auf dem zu. Die hasst mich eh. Oh, es wird neblig. Und wir fahren hier rum. Dann dürfte mich der Scharfschütze eigentlich auch nicht entdecken. Ich bin jetzt besser durchgekommen, als ich erwartet habe. So, hier drüber und auf der rechten Seite war es dann. Ah, wie gut ich das gefunden habe. Was machen eigentlich die Räuber jetzt im Nebel? Schnell irgendwo hochgehen. Bevor dieses Geräusch anfängt. Dass das Nebelevent stattfindet. Dieses. Und ich gehe hier rein. Und verpenne ihn einfach wieder. Ah, schön. Noch da hole ich mir erstmal einen Hähnchenschenkel rein. Vor lauter Stress.
Wasser sollte man keine Probleme kriegen. Mir macht ein bisschen Angst, dass manche Sachen hier so schlecht texturiert sind, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein bisschen ängstigend. So, dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Sledgehammer spielen. Diesmal sind wir auch nicht mehr verletzt. Geht das auch wahrscheinlich nicht? Nee. Ach ja, mal sehen, was wir. Oh, die kann ich öffnen. Sollen wir mal schauen, ob da noch was drin ist? Ich glaube es aber irgendwie nicht. Die habe ich aber noch nie die habe ich aber noch nie geplündert. Das ist mir gerade dezent unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Okay, ein wichtiges Klo. Also, ja, ganz gut, dass es hier ist. Ich glaube, ich gucke dann später mal, was da hinten ist. Ich habe eigentlich gehofft, ich kann hier noch ein oder zwei abbauen. Mist Survival. Ne, sieht eigentlich nicht so aus, als hätte ich könnte hier noch überhaupt groß aus abbauen. Oh, ist das funktionabel? Ich komme nicht mal über die Bretter drüber. Nee, geht nicht. Wo führt denn das hin? Wow! So viele Sachen kann ich jetzt hier entdecken. Ich tue einfach so, als hätte ich Heuschnupfen. Ich glaube, ich habe auch gerade Heuschnupfen. Ich wüsste gar nicht, ich weiß aber nicht mal von was. Ich bin die ganze Zeit drin. Bin sowieso mal gespannt, wie das ganze Level dann weitergeht. Da hinten ist ja Ende. Jetzt schauen wir uns doch mal das Ende der Welt an. Ich glaube nämlich, das ist hier hinten genauso. Ja, ich glaube ja, hier hinten kommt das Ende der Welt. Da machen wir kurz einen Safe State, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn man das erreicht.
Komisch, an einigen Stellen hat das zugemacht, aber hier an solchen frei zugänglichen Stellen erreicht man es ganz einfach. Okay, ist ein bisschen weiter weg als erwartet. Ach, ist nicht mehr zugänglich. Ganz am Anfang im Spiel. Alpha-Wende. Was zugänglich, da konnte man da hinten runterspringen, da ist man ins Nichts gefallen. Und gefallen und gefallen und gefallen. Das haben sie anscheinend zugemacht, aber da hinten ist das Ende der Karte. Ja, bin ich mal gespannt, was hier alles noch kommen wird. Guck mal, wie klein diese Stadt eigentlich aussieht von hier. Bauen wir uns hier oben ein Haus, da bist du sicher, hier kommen wahrscheinlich auch nicht mehr Kreaturen. Ah, obwohl, da wäre ich mir auch nicht so sicher. Ich habe gedacht, ich krieg da jetzt noch. Hinten, wenn ich diesen Stau beseitige, noch einiges raus. Habe ich wirklich gedacht. Also besteht unsere Aufgabe heute darin, Hühner zu jagen, also zu fangen, vielleicht noch eine zweite Hühnerstelle zu bauen. Vielleicht kann ich auch noch eine weitere Aufnahme machen, indem ich mich, obwohl ein Hühnerstall reicht ja eigentlich. Vielleicht kann ich mich stattdessen einfach mal dem Bandit noch mal prügeln. Ich habe ein paar Hühner, die haben auch schon etliche Eier gelegt. Das müssen da. Super! Mal sehen, wie lange es dauert. Wow, hat das viel Leben abgezogen. Möchte ich nur mal erwähnen. Guckt mal. Penne ich halt ein paar Stunden. Jetzt können wir wieder rennen. Also wirklich, wow. Es hat gerade richtig gekostet. Also wenn ich das bedenke, dann hätte ich schon längst tot sein müssen in meinem Leben. Denn ich bin schon aus deutlich höheren Stellen abgesprungen. Und habe mich deutlich weniger verletzt vor allem. Und bei mir ist es nicht bei einem so einem Sprung geblieben. Dann wäre ich ja schon längst tot eigentlich. Das war jetzt nicht so die erfolgreiche Reise, wie ich gehofft habe, wenn ich ehrlich bin. Im Gegenteil, ich habe gedacht, ich kriege jetzt hier, wer weiß, wie viel Schätze raus und noch mal ein ganzes Auto voll mit diesem Zeug. Aber es ist nicht mein Inventar voll geworden. Habt ihr es auch gehört? Ja, die werden hier irgendwo drin sein. Vielleicht bleibe ich doch noch mal hier. Ach, da kann ich problemlos schlafen, ich verstehe. Kein Problem. Ah, ich bleibe noch eine Stunde hier. Dass es auch wirklich hell ist. Ja, nee, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, wie es scheint.
Super. Oh, ich liebe sowas. Erst backt's und damit aber backen die nicht mehr. Ja, sowas hasse ich. Ah, ich glaube, hier habe ich letztes Mal Zeug abgeworfen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Jetzt habe ich aber Platz. Bein nicht überanstrengen, sonst habe ich gleich eine Verletzung. Kann ich da drüber fahren oder wirft mich das zurück? Boah, diese mit. Diese aus Beton zu seinen Müllbeutel, also das verstehe ich auch nicht. In Spielen. Ach, toll! Ich möchte mal Folgendes erwähnen: Das Ding hat gerade voll geschlingert. Das macht das Auto immer noch. Dieses Schlingern haben sie nicht rausgenommen. Wenn man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, schlingert das Auto. Als würde ich auf Eiern fahren. Habe ich gerade übersehen, wo es nach links ging? Hier. Warum ist sie das nicht weitergemacht? Das verstehe ich auch nicht. Sehr schön. Habe ich nicht entdeckt? Wie auch? Ich war so leise wie in der wie eine Maus. Hier ist doch noch Stadt. Das Ding ging nicht zu zerstören, wenn ich mich recht entsinne. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon. Doch. War das schon immer hier? Oh, jetzt hätte ich beinahe meinen Arm verletzt. Weil ich da nicht aufgepasst habe. Nicht ungeduldig werden, Wichtelein. Sonst eine Verletzung unnötig. Ach, sorry, meine Nase läuft schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, das hört sich demnächst auf, weil das nervt. Sag mal, die waren doch früher nicht da. Das könnte mir nicht erzählen, dass ich die ganze Zeit übersehen habe. Ui, ist bedrohlich hochgegangen.
Und die Bilder kann ich mich auch nicht erinnern. Aber hier ist immer noch alles leer geplündert, wie es für mich gehört. Das macht uns aber nicht, verletzt uns aber nicht. Oh, ich glaube, die Bilder sind wirklich neu. Das finde ich übrigens sehr merkwürdig, dass sich die Türen immer wieder selbst verschließen. Das wird komischerweise nicht gespeichert. Da ist noch so ein kleines Ding hier. Und der Spielplatz ist größer. Nee, die müssen neu sein. Das kann ich nicht übersehen haben. Nicht in dieser Stückzahl. Nicht in der Zeit, in der ich permanent gesammelt habe. Die Spielsachen gehen ja auch zu zerlegen, aber die wollte ich ja absichtlich nicht zerlegen. Weil ich finde, die geben so wichtige Atmosphäre in dem Spiel. Und stell dir mal vor, die Welt wird wiederbevölkert. Dann ist doch gut, wenn die Spielplätze noch da sind. Also ich allein bevölkere die Welt neu, das schaffe ich. Mit der männlichen Frau, den männlichen Frauen. Mit dem weiblichen Mann und mit der männlichen Frau und so meinte ich eigentlich. Genau, ich habe ja alles angeschlagen, ich weiß es noch. Der Tisch geht auch nicht. Ich habe nämlich in der Zeit lang mal alles zerlegt, was ich gefunden habe. An die Couch kann ich mich auch nicht erinnern. Auch aus Beton. Wie alles ist hier einiges aus Beton. Ja, okay, das ist wie eine Bodenwelle. Da war tatsächlich das richtige Geräusch. Dass man so abprallt, war eigentlich immer falsch. Bei der Gelegenheit schaue ich gleich mal auf die. Warum ist das denn jetzt passiert? Was zur Hölle soll das? Wie kann ich da drauf fahren? Erklärt mir diese Logik. Ich dachte gerade, das Auto ist explodiert. Ich habe mich auch noch zwischendrin gefragt, solltest du speichern? Ah nee, jetzt gerade kann ja nichts passieren. Ach, hab mich geirrt, Autos explodieren ja plötzlich. Oh, was soll denn das?